Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order. Wir waren hier stehen geblieben bei dem Tempel und jetzt können wir endlich mit unserer Fähigkeit hier an den Wänden langlaufen. Und damit gelangen wir auf jeden Fall dann zum Tempel rüber. Zack, sehr schön. Und jetzt habe ich mal so eine Frage an euch allgemein. Ich bin ein bisschen überfragt, wie es sein soll mit den Folgen. Ich habe natürlich richtig hart Bock. Oh, dann los! Ich habe natürlich richtig hart Bock auf das Spiel. Und da ist so ein bisschen die Frage... Ja, wie viel Output wollt ihr? Ist es irgendwie schlimm, wenn ich zu viel hochlade oder sowas in der Richtung? Das ist natürlich auch so eine Frage. Oder sind da natürlich viele von euch dabei, die sagen, ja, lad einfach hoch, wie du kannst. Natürlich werde ich die Qualität möglichst auf einem hohen Stand lassen, ne? Wenn ich dann keinen Bock mehr habe oder so. Dann werde ich natürlich dann auch für den Moment erstmal kurz pausieren. Ein bisschen, ein bisschen Kräfte sammeln und so weiter. Oh, hier ist auch cool, das Gebiet. Aber ich glaube, hier sollen wir erstmal noch nicht hin. Wir gehen erstmal zum Tempel, ne? Jetzt haben wir so lange schon hier drauf gewartet. Deswegen schreibt gerne mal sowas in die Kommentare. Allgemein gerne auch immer irgendwelchen Feedback oder irgendwelches Feedback schreiben von wegen, hey, schau dich mal ein bisschen mehr um oder hey, versuch mal das und das zu zeigen. Schreibt gerne mal alles in die Kommentare. Ich versuche das alles durchzulesen und natürlich mir auch da ein Bild zu machen, was ihr denn genau sehen wollt und wie ich die Experience für euch halt ein bisschen besser gestalten kann, ne? Deswegen gerne auch Feedback da lassen. Ich versuche halt, wie gesagt, recht viel rauszuhauen. Und bin da so ein bisschen überfragt, ob das nicht am Ende zu viel wird. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Oder ob es überhaupt einen zu viel gibt. Okay, hier können wir nochmal meditieren. So, da holen wir uns einfach nur ganz kurz den Checkpoint ab. Fähigkeiten haben wir nicht mehr. Oder Fähigkeitspunkte haben wir nicht mehr. Und jetzt geht's hier mal richtig ans Rätseln. Das ist nämlich auch noch ein großer Aspekt. Und ich gehe mal davon aus, jetzt hier im Tempel wird's... groß um Rätsel gehen. Und ich hoffe, die kriege ich gut hin. Nicht, dass ich da irgendwie hängen bleibe. Ja, sowas erinnert natürlich... Okay, das Gewölbe. Erstmal gucken wir mal. Das Gewölbe, die Struktur... steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Und genau darauf wollte ich hinaus, denn das scheint so ein bisschen zu sein wie in Star Wars Rebels. Ne, da hat man ja auch gesehen, wie Ezra beispielsweise so einen Jedi-Tempel betritt und öffnet. Und das ging auch nur mit Hilfe der Macht. Deswegen natürlich für andere Leute hier unzugänglich. Für keine machtaffinen Menschen. Sieht so ein bisschen wie eine Kanalisation aus, aber nur so ein bisschen. Oh, das sieht ja richtig cool aus hier. Okay, dann gucken wir uns mal um. Hier ist irgendwas. Na, hat er hier eine Karte oder sowas? Erreiche das Gewölbe. Hat's hier geschafft. Eine gute Idee? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... tja, ziemlich lang. Ohne jede
Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Na, kletter da hoch? Nee. Reiseziel freigeschaltet. Zeffo, okay. Sehr schön. Aber wo geht's denn jetzt hier raus? Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Uiuiuiui, erstmal müssen wir ja alles angucken. Okay, ja, warte mal. Zweitens, Geheimnisse des Gewölbes. Mein Freund, ich bin Jedi-Meister Enno Kuno. Warte, erzählt er jetzt einfach nur das Gleiche? Um darauf zuzugreifen, musst du die Gräber der drei großen Zeffo-Weisen suchen. Ja, das ist das, was er uns eben erzählt hat. Okay, und die hat man da eben schon, glaube ich, an der Wand gesehen. Kann das sein hier? Das sieht mir so ein bisschen so aus, oder? Können wir mal da interagieren irgendwie? Muss man dann später hier nochmal herkommen und dann da irgendwas einsetzen? So ein bisschen so wirkt mir das. Interessant, interessant. Jetzt kommt das alles ins Rollen. Wird natürlich hier eine richtig coole Jedi-Story. Hoffentlich zumindest. Aber großartig rätseln musste man bisher noch nicht. Wie er sich da durchdrückt. Das wäre ja nichts für mich. Okay, speichern müssen wir nicht. Das rutscht. Wir warten. Juhu. Jetzt können wir aber natürlich den Alternativweg hier hinten nochmal gehen, ne? Zungenmann, dich habe ich gesucht. Naja, eigentlich nicht. Okay, komm. Diesmal weiß ich, wie man dich besiegt. Hoffentlich zumindest. Oh, verdammt. Ja, von wegen, ich weiß, wie man dich besiegt. Oh, mach den Zungenschnalzer. Oder, oh mein Gott. Gib mir einen Stim. Hey, 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 ich brauche erstmal Heilung. Jetzt. Einfrieren. Nein, zu spät. Oh, verdammt. Ich wusste es doch eigentlich. Okay, der Schlag macht auf jeden Fall mehr Schaden. Jetzt vielleicht. Na, das war ja gar nichts. Oh, jetzt hat er... Okay, ich dachte schon, jetzt sterbe ich direkt. Reckt. Oh. Jetzt hat er mich aber so abgefrühstückt. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du all seit deinem letzten Fähigkeitenpunkt erhaltenen EP. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, und deine verlorene EP, um deine verlorene EP zurückzuerhalten und deine Lebens- und Machtanzeige maximal zu füllen. Der Hund, den schnapp ich mir. Dann wagen wir uns erneut gegen den Guten. Diesmal mache ich dich fertig. Ja, siehst du mal, mit dem Schlag ist das viel. Na, okay, er hat nur den Move gemacht. Hinter. Ach, das ist ein Machtangriff, oder was? Na, den kann ich nicht ausführen, so. Schade, ich habe keine Machtenergie. Also mehr Macht ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Mittel. Diesmal bin ich aber sehr viel besser als eben. Jetzt ausweichen. Okay, und jetzt attackieren. Ausweichen. Oh, der ist aber auch wirklich nicht so ein einfacher Brocken, ne? Ich habe auch nicht mehr... So, eben sind wir leider gestorben. Deswegen lieber jetzt schnell mal ein bisschen früher heilen, ne? Und jetzt nochmal so einen starken Angriff, wollte ich sagen. Aber nein, es geht nicht. Aber jetzt holen wir ihn uns. Jetzt holen wir ihn uns. Dann macht er noch so einen Satz über uns rüber. Ja, diesmal war es schon viel besser. Aber ich habe ihn leider wieder nicht die Zunge abschneiden können. Irgendwann schaffe ich das noch, die OMBs die Zunge abzuschneiden, du. Aber da hat man auch schon mal wieder solche Dark Souls-Anleihen gesehen, ne? Man verliert hier die Erfahrungspunkte, die man gesammelt hat. Die ganze Erfahrungspunkte. Es dauert lange, bis man hier Level-Up hat. Bis man den wieder attackiert hat. Und bis man den besiegt hat wahrscheinlich. Oder ich glaube, attackieren reicht. Na, hier scannen. Ja. Riesiges Skelett. Mysteriöses Skelett. Mal gucken. Flora und Fauna, mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es hierbei um ein großes Reptil. Laut Analyse der Knochen und den darin enthaltenen Elementen sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Können wir da auch nochmal scannen? Nein. Na, das ist auch nochmal irgendwas, was man sich anschauen kann. Da unten kamen wir her. Dann würde ich sagen, gehen wir hier runter, ne? Verlassene Werkstatt. Na, bricht das jetzt hier irgendwie ein? Nee.
Was sind denn diese Geräte? Diese Gerätschaften. Okay, da könnte man noch rüber. Das lassen wir erstmal. Wir können jetzt auch einfach zurück zum Schiff gehen, natürlich. Aber wir schauen uns noch ein bisschen um, würde ich sagen, ne? Wie gesagt, auch gerne da Feedback lassen. Versperrt. Feedback da lassen, ob ich denn mich häufiger mal umschauen soll oder eher straightforward zu den verschiedenen Aufgaben gehen soll. Aber ich will ja sowieso irgendwann alles mir anschauen, ne? Deswegen gucken wir doch erstmal weiter hier. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Na, sind die Gräber dann hier auf diesem Planeten? Ich hatte eigentlich gedacht... Datomir... Archiv 3. Datomir. Entdeckung von Datomir. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass die Sepho an Datomir interessiert waren. Äußerst merkwürdig, dass diese Kultur fasziniert ist von diesem Ort. Ja gut, das ist das, was er eben erzählt hat. Können wir auch noch nicht rein? Doch, Abkürzung freigeschaltet. Ah, jetzt sind wir an dieser Stelle. Ja, hier erinnere ich mich dran. Und hier heilen wir uns ganz schnell. Jetzt müssten eigentlich unsere Stims auch wieder aufgeladen werden. Und ja gut, Datomir ist natürlich den manchen hier wahrscheinlich bekannt aus Star Wars The Clone Wars, denke ich mal, ne? Da kommt ja der gute Darth Maul her und die Schwestern der Nacht. Von daher, diesen Ort werden wir wahrscheinlich auch nochmal besuchen. Zurück wird's schneller gehen. Hier lang. Diesen Ort werden wir wahrscheinlich nochmal besuchen hier im Laufe des Let's Plays. Und im Laufe des Spiels. Und darauf freue ich mich natürlich auch schon, ne? Es gibt manche Orte, wird ja auch so gemunkelt, Umbara könnte kommen oder so. Mal schauen. Man hat ja auch schon mal dieses Umbara-Glas, wurde ja schon mal erwähnt. Umbaranisches Glas, wo diese Samen hintergesammelt werden in unserem Schiff drin, ne? Da wurde das ja auch schon mal erwähnt, ne? Von daher mal schauen. Da unten. Der hat bewacht da eine Truhe. Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Da kommt der Hello sehr spannend. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Green. Oh. Der ist, glaube ich, nochmal... Der ist irgendwie besonders. Das ist ein... Ich bin zu langsam. Der ist besonders. Oh mein Gott, den roten Schlägen kann man nicht parieren. Alter, der ist irgendwie flinker als die anderen. Das hatte ich schon so ein bisschen. Oh, der macht noch gut Schaden. Los ausweichen. Oh, der hat mich direkt weggehauen. Alter, den mache ich fertig. Da habe ich Bock drauf. Alter, der ist übel. Okay. Und nach dieser Aussage entfachte er der Kampf Jedi gegen Echse. Und damit geht's wieder ab in den Kampf gegen den guten Zungenschnalzer Froschboy. Jetzt gibt er erstmal einen ordentlichen mit hier. Sehr schön. So, mittlerweile habe ich den Kampf einigermaßen trainiert. Man sieht es schon. Ordentlich viele Versuche hinter mir. Und der ist schwierig, sage ich euch. Der Froschmann, ne, der wäre nicht. Der ist noch weit über meinem Level im eigentlichen Sinne. Ach, nochmal einen Angriff? Yes! Geil, bisher läuft super.
Oh, gefährlich, gefährlich. Der braucht nur zwei Angriffe, dann hat er mich. Deswegen bloß aufpassen und gegen ihn immer schön kontern. Und damit haben wir ihn endlich. Meine Güte, ihr glaubt nicht, wie lange ich gegen den schon geübt habe hier, ne? Ich bin jetzt ein perfekter Schlechter von diesen ollen Froschmonstern. Der war wirklich schwierig, sage ich euch. Ich spiele ja hier auch auf... Oh, Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Ich spiele ja hier auch auf, ja, dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad. Packen? Und der ist fordernd. Ich sag's euch, der ist fordernd. Ja, spielt ruhig da drauf. Aber das wird schwierig. Bock hatte? Mutig. Aufbruch. Okay, das können wir anscheinend nicht öffnen, aber hier können wir was suchen. Okay. Oh mein Gott, ist das schön, dieses Gefühl. Lebensessenz, okay. Wollte er seine Familie schützen? Bockling-Kadaver. Dieser Bockling kämpfte verzweifelt gegen einen Okto. Das war ja der, den wir besiegt haben, um seine Familie zu beschützen. Hat er leider nicht hingekriegt, ne? Schade eigentlich für ihn. Scomp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Okay, da brauchen wir entweder irgendwie so ein Gadget oder noch eine Fähigkeit vom BD-1. Das klappt noch nicht, aber ich sag's euch, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man endlich nach Ewigkeiten des Versuchens diesen ollen Boss geschafft hat. Und der war echt hart. Bin ich vielleicht ein bisschen mehr drin in den Mechanics und sterb vielleicht auch nicht mehr so häufig. Für euch wird das wahrscheinlich irgendeine tolle Zusammenschnitt gewesen sein. Und für euch nur ein paar Minuten. Für mich war es sehr lange. Das war dumm. Aber wir starten ja gleich nochmal von der gleichen Stelle, ne? Wir gehen einfach mal hier lang. Warum sollten wir da auch an der Wand langlaufen? Okay. Und jetzt können wir auch zurück zum Schiff kehren. Ist natürlich ein bisschen schwierig für mich, wie viele Minuten im Video schon vergangen sind, aber es werden so um die 15, 16 sein jetzt. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und gehen zum Schiff nochmal. So, hier waren wir eben auch schon lang geklettert. Hier bin ich andauernd lang geklettert, um zu dem ollen Boss da zu kommen. Aber das war's wert. Für die Ehre. Da unten war er eben noch. Okay. Da vorne ist auch schon unser Schiff. Das dürfen wir eigentlich recht locker erreichen können. Wo geht's denn hier lang? Da vorne ist noch so ein Käfer, aber den lassen wir erstmal so stehen, glaube ich. Oh, das war ja cool eingearbeitet hier. Leider gar keinen so einen Samen gefunden. Die sehen aber witzig aus. Ich mag die. Er will hier scannen. Okay. Kennst du wieder? Bockling-Gänge. Achso, das soll gar nicht Gang sein, sondern Gang. Natürlich, Bockling-Gang. Bockling-Gänge verhindern verschiedene Nester. Die verbinden verschiedene Nester. Tut mir leid, ich bin ein bisschen durch den Wind, durch den Kampf eben. Und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bocklinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln. Okay, steht da so. Oder großen Rudeln zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangsystems. Alles klar. Na, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu Seer. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Als ob.
Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Mehrere Einträge, okay. Ja gut, das sind wieder nur die Sachen, die wir schon soeben gerade gesehen hatten. Können wir nochmal quatschen, ja? Gib einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Alles klar. Das waren eben nur die Sachen, die sie uns eben erzählt hatten in der Cutscene. Die brauchen wir nicht nochmal durchlesen. Und jetzt, wir sehen schon, haben wir die Auswahl zu verschiedenen Planeten, ne? Anscheinend. Super. Gut, liebe Leute, aber natürlich würde ich sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir können nach Datumir fliegen und ich glaube, das wird auch unser erster Ort sein, wo wir hinfliegen werden. Damit war es das auf jeden Fall mit der Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.